Ja, moin. Sie ist Heinrich Schulte Brömmelkamp aus Kattenfelle. Sieh, was ist das hier kalt draußen? Ja gut, ich meine, das haben Winter und Schnee auch an sich um diese Jahreszeit. Warum ich hier draußen am Frieren bin, ja, kann ich Sie sagen. Also meine liebe, meine Frau, die Erna, die hat mich aus dem Haus rausgeschmissen. Hier mitsamt die schönen Blumen, die ich für Sie gekauft habe. Ja, Sie müssen wissen, heute ist ja der 14. Februar. Und das ist der große Feiertag von der Blumenfloristik-Fachbranche. Ja, und in Kattenfelle ist das nicht ganz einfach, so an Blumen dran zu kommen, weil... Blumenladen gibt's ja nicht. Es gab mal einen in Kattenfelle und vorher haben die Leute ja immer gesagt, oh, was wäre das schön, wenn wir bei uns in Kattenfelle auch einen Blumenladen hätten. Wenn wir einfach mal Blumen kaufen könnten, so für nach dem Friedhof bringen, zum Geburtstag, zur Hochzeit oder wenn du was angestellt hast, nicht? Als Mann wäre schön, wenn man mal Blumen kaufen könnte. Ja, und dann war so eine Frau tatsächlich so übermütig und hat dann so einen Blumenladen aufgemacht, ne? Direkt ins Zentrum von Kattenfelle. Und da haben die Leute dann alle draußen gestanden und haben geguckt, ja, Blumenladen, ob sich das denn wohl lohnt, nicht? Ob da wohl einer hingeht nach dem Blumenladen, ob da wohl einer Blumen, und weil sie alle draußen gestanden haben vor dem Blumenladen und überlegt haben, ob wohl jemand reingeht, aber kaum jemand reingegangen ist, deswegen war der Blumenladen dann auch irgendwann relativ schnell wieder zu. Ja, und jetzt haben wir Männer eben den Problem 14. Februar wieder. Ich hatte den Tag verbaselt, aber heute meine Frau, die denkt ja an sowas. Du weißt doch, was heute für ein Tag ist. Ich sag Sonntag. Es ist Dienstag. Ist der Dienstag? Valentinstag. Ich sag, ach so, ja. Alle Frauen bei uns in der Straße kriegen heute Blumen von den Männern. Ich sag, das ist aber schön für die Frauen. Willst du dich da nicht auch dran beteiligen? Ich sag, was soll ich die anderen Frauen Blumen schenken? Es ist Valentinstag und dann schenkt man der Frau, die man über alles liebt, Blumen. Ich sag, ja, würde ich auch machen, dann habe ich sofort wieder Ärger mit dir. Außerdem weiß ich gar nicht, wo Helene Fischer wohnt. Ich will auch Blumen, Blumen, die zu mir passen. Blumen, die zu meiner Frau passen. Wisst ihr, wie schwer das ist? Ihr glaubt gar nicht, wie viele Tankstellen ich rundgefahren bin, nicht? Und überall nur inkontinentes Personal. Ja, aber eine, da kannten sie sich aus, nicht? Da habe ich dann hier Blumen gekauft, bin ich mit nach Hause. Ich sag, komm, da hasse. Oh, rote Rosen. Ich sag, du hast doch gesagt, Blumen, die zu dir passen. Ich hatte schon Sorge, du kommst mit dem Kaktus an. Ich sag, Erna, ich bitte dich, Blumen, die zu dir passen. Und da hast du an rote Rosen gedacht? Ich sag, ja, aber nur, weil sie fette Hände nicht mehr hatten. Das sind sehr schöne Blumen. Und denken Sie mal dran, ich bin verantwortlich für das, was ich sage. Nicht für das, was Sie sich jetzt denken. In diesem Sinne, frohen Valentinstag. Will noch jemand eine Rose kaufen?